C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich will mein Kaufverhalten-Video machen von Februar. Ich weiß, shame on me. Jetzt ist mein Kuli runtergeflogen. Egal. Es ist schon ziemlich lange her. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ihr werdet euch wundern, warum die Haul-Videos im März online kommen. Die waren von Februar. Ich bin überhaupt nicht zum Videos drin gekommen. Geschweige denn, wieder zu schreiben. Also zum Ausrechnen. Ich schreibe euch das dann wieder in die Infobox, weil ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Und ich will es mir auch gar nicht, ehrlich gesagt, anschauen. Ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen, im Februar habe ich ein bisschen übertrieben. Der ganze Haul, den ihr nämlich gesehen habt, von Müller, von diesen Essenz-Sachen und von den Klamotten und sonstiges, das war alles im Februar, weil da habe ich mit meiner Schwester, da habe ich auch gefilmt, das werdet ihr aber erst ein bisschen später sehen, bis ich da ein bisschen mehr gesammelt habe. Ich habe auch gerade nachgeschaut, das war wirklich im Februar am 23. Da waren wir in der SCS und haben mega geshoppt. Und von dem kommt der ganze Haul. Deswegen im Februar. Also nicht wundern. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht. Aber mich verwirrt selber. Aber wurscht. Ja. So sieht's halt aus. Ja. Ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, was ich aufgeschrieben habe. Ich war echt böse, stand da nur. Ja, das Problem ist halt, dass in letzter Zeit ziemlich viele Sachen rausgehen aus dem Sortiment. Und ich habe ja den Deal, dass wenn es rausgeht und ich das unbedingt haben will, kaufe ich es mir. Tja, und in letzter Zeit passiert das ziemlich oft. Aber ich glaube, das ist einfach, weil die Wintersachen rausgehen und die Sommersachen kommen. Vielleicht ist es deswegen, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich böse im Februar. Wirklich böse im Februar. Okay, die Klamotten habe ich braucht. Und ich glaube, das kann man dann ein bisschen nachsehen, wenn ich da jetzt noch was nachkauft habe, vielleicht. Ich meine, die Essenz-Lipgloss muss nicht unbedingt sein, aber shame on me. Die Sachen gehen halt raus. Und ich weiß nicht, ob ich das noch beibehalten soll, dass die Sachen, die rausgehen, dass ich die noch, wie nennt man das? Also, dass die, wenn die rausgehen, dass ich mir die noch kaufe. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, so wird mein Backup-Dings nicht weniger. Ich meine, ich habe zwar viel aufgebraucht, ihr habt es ja vorher gerade gesehen, ich habe wirklich viel aufgebraucht, aber ich habe halt das Gefühl, es wird nicht weniger und es wird wirklich Zeit, dass ich mal meine Sachen leer mache. Ich werde mir noch demnächst was kaufen. Das werde ich wahrscheinlich eh bereuen. Und wir kriegen ja auch so viel auf Schulungen. Ist nichts Negatives, aber ich habe halt keinen Platz mehr. Das ist halt doch dann negativ. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich noch sagen soll. Weil beim Make-up will ich mir wirklich gar nichts mehr kaufen. An Lidschatten will ich mir nichts mehr kaufen, weil da habe ich Gott sei Dank ja diesen im Februar einen aufgebraucht. Also will ich mir wirklich nichts mehr kaufen. Und auch diese Drogerie-Lippenstifte will ich mir irgendwie nicht mehr kaufen. Nicht, weil ich kein Drogerie-Fan bin. Das nicht, aber ich habe eh so viel. Und wenn, dann würde ich mir lieber einen MAC-Lippenstift kaufen als 10 Drogerielippis, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß, es wird vielen vielleicht nicht von euch gefallen, aber ich mag halt MAC viel, viel lieber. Und ich habe auch wieder heute einen MAC-Lippenstift nach langem wieder drauf. Ja, und seitdem ist die MAC-Liebe wieder zurück. Obwohl ich sagen muss, dass ich Make-Up Factory auch sehr gerne mag. Wirklich sehr gerne mag. Das Problem ist halt nur, dass die auch sehr teuer sind. Ja, ihr könnt es mir ja mal gerne schreiben, was euch lieber ist. High-End? Ich glaube, ich habe eher mehr jüngere Zuschauerinnen, glaube ich. Sorry. Oder ob euch Drogerie lieber ist. Ihr könnt es mir das gerne mal schreiben. Aber ich glaube, ihr seid alle jünger, oder? Könnt ihr mir gerne euer Alter auch in die Kommentare schreiben, wenn euch das nicht stört. Weil viele mögen das ja vielleicht nicht. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Ja. Eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel zum Kaufverhalten zum sagen. Ich werde, im März ist ja fast wieder vorbei, im März war ich auch relativ böse, das muss ich alles noch eintragen. Ich komme zu gar nichts, Leute, ich sag's euch. Ich komme zu überhaupt nichts. Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Sorry, dass es so kurz ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich schreibe euch das wieder in die Kommentare natürlich. Ich schreibe euch das wieder in die Infobox. Ich muss nämlich auch gucken, was jetzt noch zu Februar gehört, weil ich da noch so viel drinnen habe und was jetzt noch zu März gehört. Also steinigt mich bitte nicht, es wird jetzt hoffentlich bald besser mit den Videos. Ja, das war's erstmal. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr euch im Februar gekauft habt und ob das wirklich notwendig war. Das könnt ihr mir mal gerne schreiben. Bis dann, bye!